Ja. Ich denke, wir fangen mal an. Schönen guten Abend. Ich freue mich, dass trotz des außergewöhnlichen Termins, wir haben ja schließlich heute Dienstag und nicht unseren Standard Montag, außerdem konkurrieren wir mit den Osterferien um im Fußballspiel, aber es ist nur ein Freundschaftsspiel. Bei der Europameisterschaft wäre es dann schon nochmal was anderes, aber heute denke ich, das kann man verschmerzen. Von daher freue ich mich, dass so viele gekommen sind. Wir haben heute als Gast den Markus Mainzer, bekannt aus Funk und Fernsehen, kann man ja in der Zwischenzeit sagen. Denn der Markus ist ein vielgesuchter Gesprächspartner, auch von den Medien, zum Thema Steuerpolitik in Deutschland. Er hat vor kurzem ein Buch herausgebracht, das heißt Steueroase Deutschland, ist da hinten auch käuflich zu erwerben, kostet 14,95 €. Wäre schön, wenn es der eine oder andere mitnehme, aber das liegt ja an dir, Markus, dass du deine Themen so präsentierst, dass man sich dann auch genauer informieren will. Aber ich denke, das gibt keine Schwierigkeiten. Steuerpolitik ist ja eine Politik des Staaten seit Beginn begleitet. Kann man so anfangen, 16. Jahrhundert, Übergang von feudalen Herrschaftsbereichen Staat. Was stand am Anfang der Staatsbildung? Die Auseinandersetzung um Steuern. Und die ganze Zeit, wenn man sich betrachtet, dann sind immer gesellschaftliche Veränderungen begleitet von Veränderungen in der Steuerpolitik. Und die letzte große Veränderung, die wir ja auch hatten, war sozusagen der Übergang von den klassischen Wohlfahrtsstaaten der Nachkriegszeit hin zu dieser neoliberalen Wende. Und das war ja begleitet und ist gestützt worden und unterstützt worden, insbesondere auch Veränderungen in der Steuerpolitik. Und wo wir da heute stehen, das wird der Markus uns darstellen. Wir haben eingeplant ungefähr eine Stunde für einen Vortrag und dann haben wir hinterher noch 1,5 Stunden, also wirklich viel Zeit für eine ausgiebige Diskussion, indem wir dann die verschiedenen Themen, die der Markus darstellen wird, nochmal beleuchten können und diskutieren können und unsere Themen nochmal einbringen können. Und ich denke, wir haben dann eine interessante Diskussion noch vor uns. Aber jetzt hast erst einmal der Markus das Wort. Vielen Dank. Ich mache mal die Filmaufnahme. Es ist mir eine große Freude, heute hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung an der TAG München und die freundliche Aufnahme hier auch im Eine Welthaus. Es freut mich sehr. Wenn wir das Wort Korruption hören, dann behaupte ich mal, dass bis vor einigen Jahren oder Jahrzehnten zumindest man automatisch oder viele automatisch an afrikanische Staatschefs, Minister und Beamte denken oder gedacht haben, die die Hand aufhalten oder Gelder veruntreuen. Ich denke, dass seit der Siemens-Schmiergeld-Affäre, seit dem ADAC, DFB, FIFA-Korruptionsskandal, seit der VW-Abgas-Affäre unser Korruptionsbegriff um einige Facetten reicher geworden sein dürfte. Was ist aber mit den Bankern und Notaren, die in Frankfurt, Zürich und London sitzen und den Kleptokraten dieser Welt dabei helfen, Gelder zu veruntreuen, indem sie ihnen behilflich sind, Immobilien zu erwerben? Was ist mit den Bankern, die auch in den gleichen Städten sitzen und eben diese illegalen Finanzströme erst ermöglichen, diese Korruptions-, Bestechungs- und Steuerhinterziehungsgelder ins Ausland zu schaffen? Auf diesen Aspekt der Korruption möchte ich mich im folgenden Vortrag konzentrieren. Mir geht es um die Steuerflucht und um die Geldwäsche. Spätestens seit 2012 ist Steuerflucht in aller Munde. Wir sehen ganz oben die erste Reihe an Fotos, beide in 2012 aufgenommen, einmal links in London, einmal rechts in Sambia. Beide mal Proteste gegen die Konzernsteuervermeidung von Konzernen. In erster Linie ist es den Protesten... geht das besser jetzt? In der ersten Linie... Hallo? Hallo? Also schreien kann ich nicht, will ich auch nicht. Hallo? Hallo? 1, 2? Tut mir leid, ich bin nicht vom Haus. Ich habe nur gesagt... Es hat schon mal funktioniert heute. Freund Dies? Jetzt geht's noch mehr. Das ist noch immer recht leise. Man muss den Eingangsklingel vielleicht ein bisschen hochziehen. Das ist, glaube ich, schon besser jetzt. Kann man jetzt ein bisschen besser hören? Ja? Okay, dann bin ich auch entspannter im weiteren Verlauf des Vortrags. Den Protestierenden da, auf den Bildern da oben ist es hier in erster Linie egal erstmal, ob das legale oder illegale Praktiken sind. Es geht um die
unethische Dimension dieser Steuerverkürzung von Konzernen. Die Politik muss reagieren, die Justiz muss reagieren und sie hat reagiert. Wie reagiert sie? Sind verschiedene internationale Initiativen auf dem Weg. Und links unten sehen wir Antoine Deltour, den Wirtschaftsprüfer, früher bei PricewaterhouseCoopers, der die Luxemburg Leaks im November 2014 ans Licht gebracht hatte. Gegen ihn hat die Luxemburger Justiz jetzt ein Strafverfahren eingeleitet als Reaktion auf diese Offenbarungen. Und das, obwohl mittlerweile klar ist, laut EU-Kommission, dass es sich bei ähnlichen Absprachen, wie sie Deltour aufgedeckt hatte, um illegale staatliche Beihilfe gehandelt haben. Also jene Personen, die dieses Unrecht ans Licht bringen, werden inzwischen strafrechtlich innerhalb der EU verfolgt. Unten rechts sehen wir Proteste vom Mai 2015 vor dem Luxemburger Parlament. Beim Besuch des Tax-Sonderausschusses, die genau diese steuerlichen Absprachen untersuchen sollten. Und die Demonstranten forderten unter anderem, dass Journalisten nicht ins Gefängnis kommen sollen und dass mehr Steuertransparenz eingeführt werden müsse. Und warum auch Deutschland in diesen Punkten Finanztransparenz und Steuertransparenz Nachbesserungsbedarf hat, das möchte ich jetzt in diesem Vortrag begründen. Ich werde zuerst allgemein darauf hinleiten, was eine Steueroase ist und dann die Größenordnung des Problems, das damit verbunden ist, umreißen und dann auf die deutsche Dimension eingehen in vier Aspekten. Und noch einige Lösungsansätze vielleicht auch zur Diskussion im Nachgang dann vorstellen. Zunächst mal zum Einstieg drei Folien zum Kontext. Ja, wir haben hier die Studie von Oxfam 2014, hieß es noch, dass die 85 reichsten Menschen der Welt ebenso viel besitzen wie die 3,5 Milliarden ärmsten Menschen der Welt. Im Jahr 2016 waren das, vor wenigen Wochen, waren das nur noch 62 Personen. Also das Vermögen hat sich weiterhin konzentriert in den Händen ganz weniger. Diese passen bequem in einen Doppeldeckerbus und die besitzen ebenso viel wie die ärmsten 3,5 Milliarden dieser Erdkugel. Das hat zum Beispiel auch mit den sogenannten Trickle-Down-Effekten zu tun. Das hier ist, man sieht hier Bush und Reagan auf den Fotos im Hintergrund lachen. Diese Aussage ist ihnen natürlich in den Mund gelegt, das ist nicht wirklich so von ihnen gesagt worden. Aber dieser Trickle-Down-Effekt war ein sehr wirkmächtiges Theorem. Man ging davon aus, ja, Vermögen sollte sich konzentrieren in den Händen weniger. Dann würde auch einfache Normalverdiener davon profitieren und am Ende stünden alle besser da. Darum tolerierte man und förderte man ab den 80er Jahren geradezu diese Konzentration der Vermögen in den Händen weniger. Dass das nicht funktioniert, haben wir an der Statistik gerade, glaube ich, von Oxfam ganz gut erkennen können. Die Idee war sozusagen, wenn ein Milliardär 100 Lamborghinis hat, dann muss auch derjenige, der diese Lamborghinis wäscht, muss man eben auch entsprechende Autowäsche einstellen und die würden dann eben auch profitieren. So unterm Strich ging es allen besser. Das ist, glaube ich, ins Reich der Märchen zu verbannen, diese Idee. Und dass auch die Vermögendsten profitieren von einer größeren wirtschaftlichen Gleichheit, möchte ich als letzte Folie jetzt zum Einstieg, zum Kontext noch darlegen hier. Das ist ein Graph aus dem Forschungswerk von Wilkinson und Pickett, zwei britischen Wissenschaftlern, die dargelegt haben oder untersucht haben, wie sich die wirtschaftliche Ungleichheit auf 10 soziale Probleme oder Dimensionen auswirkt. Zum Beispiel die Lebenserwartung, Alphabetisierungsgrad, Kindersterblichkeit, aber auch die Mordrate einer Gesellschaft, also anteilig an einer Bevölkerung, die Gefängnisinsassenschaft anteilig an der Bevölkerung, Teenager-Schwangerschaften und so weiter, auch Alkohol- und Drogenabhängigkeit. Sie haben einen ganz interessanten Befund entdeckt. Sie haben sich die Staaten angeschaut, die vergleichbar sind, OECD-Staaten, die vermögendsten Staaten, um hier keine anderen Effekte mit reinzubringen. Und da sehen wir unten auf der X-Achse, ist die Ungleichheit abgebildet. Rechts sind jene Staaten, die sehr ungleich sind und links jene, die relativ gleich sind. Und dann auch haben wir auf der Y-Achse eben die Problemdimensionen. Oben ganz große Probleme dieser 10 Dimensionen, die ich gerade angerissen hatte, und unten eben die am besten abschneiden. Und hier sehen wir, dass es einen ganz deutlichen Zusammenhang gibt, dass also jene Staaten, in denen die wirtschaftliche Ungleichheit groß ist, auch am meisten dieser Probleme haben. Und das ist eben, wenn man das statt mit der Ungleichheit mit der Bruttoinlandsprodukt pro Kopf macht, also dem gängigen, gebräuchlichen Wirtschaftswachstumsindikator, dann erkennen wir keinen solchen Zusammenhang mehr. Es gibt inzwischen arme und reiche Staaten, die viele und wenige dieser Probleme haben. Der Zusammenhang besteht zwischen Ungleichheit. Also es ist eigentlich in dem ureigensten Interesse
auch der Vermögendsten, wenn diese für eine ausgewogenere Gesellschaft eintreten, denn dann sinken auch Probleme wie Mordraten oder Kriminalität, die auch diese Personen betreffen. Nun zur Frage, was ist eine Steueroase? Seit Jahrzehnten beschäftigt es die Politik, was eine Steueroase ist, und auch die Öffentlichkeit in Deutschland hat das immer wieder diskutiert. Die ersten Abwehrgesetze und Handlungen etwa Deutschlands gehen zurück mindestens auf 1931, als eine Verordnung erlassen wurde, um die Steuerflucht mittels Liechtensteiner Stiftungen einzudämmen. Diese Liechtensteiner Stiftungen, die dürften einigen bekannt sein, der Zumwinkel-Prozess etwa beförderte diese ins Rampenlicht, aber auch schon frühere Skandale in Deutschland. Diese wurden 1926 von Liechtenstein eingeführt, dieser Rechtspersonstyp. Im Steueroasenbericht der Bundesregierung von 1964 wird mit den ersten Abwehrmaßnahmen gegen die internationalen Steuerfluchtdynamiken geliebäugelt. Und Helmut Hortens Fall brachte das Fass dann zum Überlaufen 1968, als er nämlich in die Schweiz zog und dort seine Kaufhauskette steuerfrei verkauft hatte und für über 1 Milliarde D-Mark. Er hatte das Vermögen übrigens ja durch die Enteignung jüdischen Vermögens sich angeeignet, erst einmal diese Kaufhauskette, und war dann zum einen der reichsten Deutschen aufgestiegen. Das Außensteuergesetz 1972 ging auch als Lex Horten in die Rechtsgeschichte ein. Und wenn wir jetzt einen Bericht anschauen in den 80er Jahren, der Gordon-Bericht an das US-Finanzministerium war sehr einflussreich. Er legte die Grundlage für die nächsten Jahre oder Jahrzehnte auch der US-Politik in Bezug auf Steueroasen und bezeichnete eben, ich übersetze mal frei hier, der Begriff Steueroase wurde lose definiert, so dass es jedes Land einschließt, dass eine geringe Steuer, einen geringen Steuersatz auf Einkommen hat und ein gewisses Maß an Geheimhaltung an Bank oder anderen Geheimhaltungselementen anbietet. Wenn man diese Definition jedoch wörtlich anlegt, dann würde es viele industrialisierte Länder mit betreffen, die normalerweise nicht als Steueroasen gelten, inklusive der Vereinigten Staaten von Amerika. Und dann schlug der gleiche Bericht hier noch vor, dass man auch durch einen Geruchstest, durch einen Reputationstest herausfinden könne, ob es sich um eine Steueroase handle, wenn nämlich eine so aussehe wie eine und von jenen, die sich dafür interessieren, für eine gehalten wird. Also eine sehr zirkuläre, sehr subjektive Definition, die hier angelegt wird und die dann noch auch 2002 noch auf die Spitze getrieben wurde von einem Senator Grassley des US-Senats, der sagte, dass hier Steueroasen oder Steuershelters wie Pornografie seien. Man kann es nicht definieren, aber man wüsste es, wenn man es sähe. Also wir sehen, wie wenig greifbar dieses Phänomen doch offenbar in der Politik bisher behandelt wird. Es gibt eine ganze Reihe von Anekdoten darüber, wie stark Steueroasenlisten von politischer Einflussnahme geprägt werden und inkonsistent und wie inkonsistent diese sind. Aktuell kann man das beobachten an einer Liste der Europäischen Union, die im Juni 2015 ihr kurzes Leben begann. Und zwar sehen wir hier, dass links unten Bermuda, also hier auf dieser Liste stand und natürlich protestiert hat dagegen, dass es auf dieser Liste landete. Es sei keine Steueroase, es sei wohl reguliert, alle Vorhaltungen auf dieser Liste eingeschlossen zu sein, seien grundlos. Dann eine Woche später sehen wir, dass in Latvia seine nationale schwarze Liste der Steueroasen angepasst hat und Bermuda rausgenommen hat, weil diese EU-Liste eine Schnittmenge aller europäischen Listen war, hatte das dann zur Folge, dass diese Liste immer dünner wurde innerhalb der EU, bis schließlich im Oktober, ganz rechts sehen wir das, die EU ihre schwarze Liste aus dem Internet löscht, was im Volksblatt in Liechtenstein nicht unbemerkt geblieben ist. Von vornherein hatte diese EU-Liste übrigens keine einzigen EU-Staat mit drauf. Luxemburg, Niederlande, Irland waren per Definition von vornherein ausgeschlossen. Eine andere Anekdote betrifft den G20-Gipfel in London im Jahr 2009, als die Finanzkrise gerade frisch in ihrem Ausmaß den Politikern vor Augen stand und hier ein großer Zugzwang bestand, etwas zu unternehmen und man das Offshore-System hier regulieren wollte und sollte. Und man traf sich hier bei einem Gipfel in London und es ging darum, diese schwarz-grau-weiße Liste der OECD
abzusegnen, uns zu verabschieden, die einen Tag nach dem Ende des G20-Gipfels dann von der OECD, diesem Organismus der reichsten Staaten der Welt, im Sitz in Paris, veröffentlicht werden sollte. Und da wurde sehr gerungen zwischen dem französischen Präsidenten und dem chinesischen Präsidenten darüber, wie denn die beiden chinesischen Sonderwirtschaftszonen Macau und Hongkong zu klassifizieren seien. Rein objektiv betrachtet, keine Frage, müssten sie auf die graue Liste, weil sie eben noch keine dieser Verträge abgeschlossen hatten, die damals notwendig waren. Aber es wurde schließlich verhandelt. China konnte sich weitgehend sofern durchsetzen, dass diese beiden in der Hauptliste gar nicht mehr auftauchten, sondern in einer Fußnote zu China. Und China stand auf der weißen Liste. Dieses Schaubild verdeutlicht das Problem nochmal. Es zeigt, wie häufig Länder auf 11 internationalen Listen von Steueroasen bzw. unkooperativen Listen gelandet sind. Also Listen von unkooperativen Gebieten gelandet sind. Seit 1977 von verschiedenen internationalen Organisationen, etwa dem IWF, der OECD, der Geldwäschebekämpfungsorganisation, FATF und so weiter. Und dann sehen wir, dass es eine große Streuung gibt. Ganz links sind es nur 7 Staaten, die auf allen dieser 11 Listen stehen, während rechts 30 Staaten oder Gebiete auf nur einer dieser 11 Listen zu finden sind. USA, London sind auf 3 dieser Listen, Dubai, Guatemala, Botswana und Österreich auf 2 und Deutschland ist auf nur einer dieser Listen. Eine Erkenntnis ist also, dass es keine konsistente Definition und Identifizierung von Steueroasen gibt. Und es gibt eine Reihe von Gründen, warum auch deshalb die Versuche, die damit verbundenen Probleme zu lösen, bisher weitgehend gescheitert sind. Ich möchte 3 herausgreifen. Weil sich niemand gern als Steueroase bezeichnen lässt, wehrt sich jeder so gut er kann dagegen. Und am Ende einigt man sich dann auf den kleinsten gemeinsamen Nenner und es bleiben nur die politisch Schwächsten übrig. Das haben wir gerade eben vielleicht schon an den Anekdoten sehen können. Zweitens erscheint es auch wenig sinnvoll, dass man bei Steueroasenlisten in eine binäre Schwarz-Weiß Kategorisierung hinein möchte oder schwarz-grau-weiße Definition, Kategorisierung rein möchte. Denn Steueroasen sind längst eine Frage der Intensität geworden. Jeder Staat kann heute in einer Zeit der grenzüberschreitend integrierten Wertschöpfungsketten von Konzernen und in einer Zeit, da das Steuerrecht nicht harmonisiert ist, zu einer Steueroase für ein anderes Land werden. Beispielsweise Apple mag vielleicht dem einen oder anderen bekannt sein, dass vor einigen Jahren Schlagzeilen erregt wurden damit, dass Apple eben 30 Milliarden US-Dollar völlig steuerfrei in Irland parken konnte, durch einen Kunstgriff, der bisher niemandem gelungen war, zumindest nicht bewusst, bekanntermaßen gelungen war, nämlich in einer Rechtsperson, die keinen steuerlichen Wohnsitz hat. Das war schlichtweg so, dass das irische Steuerrecht sagt, dass jene Gesellschaften steuerpflichtig sind in Irland, die dort wo sich die Vorstände der Gesellschaften treffen. Wo die Versammlungen abgehalten werden, die Vorstandssitzungen abgehalten werden. Dort sei der steuerliche Wohnsitz. Während die USA sagen, und der steuerliche Wohnsitz ist dort, wo die Rechtsperson gegründet wurde. Was hat Apple getan? Es hat einfach eine irische Gesellschaft gegründet, deren Vorstände sich immer außerhalb von Irland getroffen haben, meistens in Bermuda. Somit war diese Gesellschaft nach irischem Recht in Bermuda steuerpflichtig, nach US-Recht auch nicht in den USA. Also kein Staat hat dann schließlich diese Geschäfte besteuert, obwohl es eine irische Rechtsperson war. Das kann auch durch Zufall oder durch Unfälle passieren. Das muss nicht immer Absicht sein. Also diese rechtlichen Lücken können Zufall sein. Ja, das ist nicht unbedingt von langer Hand geplant, dass hier diese so ineinander greifen. Schließlich sind Steuern auch nicht das entscheidende Element für die Probleme, die von Steueroasen ausgehen, behaupte ich. Entscheidender ist vielmehr die Intransparenz oder die Geheimhaltung. Denn wenn bekannt wäre, wer in einer Steueroase etwa Briefkastenfirmen kontrolliert oder Konten hat oder wie viele Umsätze eine Firma in welchem Land macht, dann könnte jeder Heimatstaat oder jeder Staat seine eigenen Steuergesetze anwenden. Das Problem ist dieser gesetzlich verbriefte Mantel an Intransparenz, an Geheimhaltung, der von Steueroasen ausgeht. Darum ist das Konzept einer Verdunkelungsoase oder eines Schattenfinanzplatzes nützlicher und zutreffender. Wir definieren einen Schattenfinanzplatz. Er ermöglicht es Personen unter Ausnutzung von Geheimhaltung als Hauptwerkzeug in den Gesetzen, Regeln und Regulierungen anderer Länder zu entgehen oder diese zu unterwandern. Und da geht es nicht nur um Steuergesetze, da geht es auch um Geldwäscheregeln, um
Korruptionsbekämpfungsregelungen, Gesetze gegen den Insiderhandel und so weiter. Und diese Geheimhaltung erzeugt eben dann ein kriminogenes Umfeld, in dem illegale Finanzströme florieren können aus Geld, Waffen, Menschenhandel, aus Drogenkriminalität, aus anderen Straftaten und Steuerhinterziehung und Steuerflucht. Wir haben diese Definition im Schattenfinanzindex operationalisiert. Dieser Index wurde zum vierten Mal im November 2015 veröffentlicht. Dieser identifiziert und bewertet Plätze eben anhand ihres Beitrags zum weltweiten Schattenfinanzsystem mittels zweier Komponenten. Zum einen schauen wir uns an, wie ist die rechtlich verbriefte Geheimhaltung für Steuerausländer, also das, wie stark ist das, das Bankgeheimnis, die Gesellschaftsintransparenz, Briefkastenfirmen und so weiter. Und zum anderen, wie stark ist der Marktanteil dieses Gebietes am weltweiten Markt für Finanzdienstleistungen. Denn wenn wir uns nur auf die kleinen Spieler konzentrieren, beispielsweise auf Nauru oder auf Somalia, das sind vielleicht tatsächlich die intransparentesten Gebiete, aber niemand, der bei Sinnen ist, bringt dort sein Geld hin, weil er davon in aller Regel niemand etwas sieht. Und alle zwei Jahre erzeugt der Schattenfinanzindex hier große mediale Aufmerksamkeit. Das ist ein kleiner Ausschnitt der Medienreaktion im Jahr 2015. Und hier sehen wir, dass Deutschland auf Platz 8, wie schon 2013, auch zum Jahr 2015 landete und damit ein relativ großer Problemverursacher weltweit ist von 102 Ländern, die untersucht wurden. Nun zum zweiten Teil des Vortrags. Um welche Summen geht es ungefähr bei diesem ganzen Problem des Offshore-Finanzsystems? Es ist eine schwierige methodische Herausforderung, hier belastbare Zahlen vorzulegen. Es geht hier nicht um ganz feste Summen, die ausrechenbar und überprüfbar sind. Es geht um Schätzungen, die plausibel sein müssen und die Methode transparent machen, wie man zu diesen Zahlen gekommen ist. Im Jahr 2009 gab es Versuche auf Weltbankebene, Studien über das Ausmaß der illegalen Finanzströme anzufertigen. Diese wurden im Exekutivdirektorium der Weltbank aufgrund der Blockade westlicher Regierungen verhindert. Man wollte von staatlicher Stelle nicht hier mehr Licht und mehr Studien in diese Thematik hineinwerfen. Darum ist unsere Argumentation auch immer, das mögen nicht die idealen Studien sein. Es gibt sehr viel bessere Daten, auf die aber kaum jemand Zugriff hat, beispielsweise bei der Bank für internationalen Zahlungsausgleich. Solange diese aber nicht öffentlich gemacht werden oder genutzt werden, müssen wir mit diesen Vorlieb nehmen, die wir haben, und da bemühen wir uns eben um Transparenz und Nachvollziehbarkeit. Ich möchte einige dieser Studien herausziehen, nicht jede einzelne jetzt durchkauen. Es geht beispielsweise 2012 hatten wir in einer Studie des ehemaligen Chefökonomen von McKinsey berechnen lassen, dass 21 bis 32 Billionen US-Dollar an Privatvermögen in Steueroasen geparkt sind, in Schattenfinanzzentren geparkt sind. Also hier geht es um tausende Milliarden. Das bedeutet 190 bis 200 Milliarden Euro jährliche Steuerverluste, die dadurch entstehen, weil diese Anlagen versteckt sind und Rendite abwerfen, die ebenfalls nicht versteuert wird. Aber vielleicht das Schockierendste an dieser Studie war, dass 139 Entwicklungsländer, die hier gezielt angeschaut waren, wenn man deren Fluchtvermögen sich anschaut und deren Staatsanleihen, die diese Regierungen halten, aus dem Westen, unter dem Strich Nettogläubiger sind gegenüber dem Rest der Welt. Das heißt, sie leihen dem Rest der Welt zwischen 10 und 13 Billionen US-Dollar, tausende Milliarden US-Dollar, und finanzieren damit mit unseren Lebensstil. Natürlich ist das Problem, dass die Fluchtvermögen in den Händen von privaten Personen sind und die Schulden dieser Entwicklungsländer die öffentliche Hand betreffen. Eine andere Studie von zwei US-Akademikern bestätigen, dass das grobe Bild oder das Ausmaß auch für Afrika zwischen 1970 und 2008 kommen diese zum Schluss, dass durch die illegale Kapitalflucht 944 Milliarden US-Dollar außer Landes geschafft wurden und auf Konten liegen im Westen, während gleichzeitig Afrika 177 Milliarden US-Dollar Auslandsschulden hatte. Das heißt, das Vermögen, das unter dem Strich im Ausland liegt, ist um ein Vielfaches höher als die Schulden. Ein anderes Beispiel ist, dass eben durch Konzernsteuertricks nach dem IWF Entwicklungsländer ungefähr 200 Milliarden US-Dollar jährlich an Steuereinnahmen verlieren, Industrienationen ungefähr 500 Milliarden. Aber wenn wir uns die Bruttoinlandsproduktsanteile anschauen, dann sind Entwicklungsländer dreimal mehr davon geschädigt. Also
weil deren Budgets, deren Haushalte, deren Wirtschaften schwächer sind, wiegen diese Verluste durch die Konzernsteuervermeidung schwerer als in den Industrienationen, deutlich schwerer als in den Industrienationen. Wie funktioniert diese Konzernsteuervermeidung konkret? Wie machen das Konzerne? Das hier sind echte Zahlen aus einer Studie, die der Guardian, die britische Zeitung, 2007 veröffentlicht hat. Es geht um einen anderen als der hier genannten vier großen Player, ein anderer großer Player, aber eben keiner dieser vier, von dem diese Zahlen in Realita abgeleitet wurden. Und zwar sind das natürlich jetzt runtergerechnet auf einzelne Centbeträge. Das sind nicht die Zahlen, die totalen Zahlen, sondern hier geht es um den imaginären Kauf einer Bananenmenge für, sagen wir mal, einen Euro. Ja? Ich kaufe Bananen im Supermarkt für einen Euro. Wo landen diese Cent, dieses Euros letztlich? Wem kommen diese zugute? Und da sehen wir halt eben rechts oben, das Beispiel ist hier in Großbritannien, in Deutschland eben 40 Cent landen hier, 39 Cent davon sind die Marge des Einzelhändlers und 1 Cent ist der besteuerbare Gewinn dieses Einzelhändlers, der in Deutschland hier anfällt von diesem Euro. Und links unten sehen wir das Erzeugerland in Ecuador etwa, wo 13 Cent verbleiben. Da geht es auch um die Produktionskosten, 10 Cent Arbeitskosten, aber dann auch 1 Cent besteuerbare Gewinne ungefähr. Aber wo bleibt der Rest, die 47 Cent, der größte Teil? Der verbleibt auf dem Weg zwischen Ecuador und dem Importland in klassischen Steueroasen, bei Konzern, das ist wichtig, bei konzerninternen Gesellschaften, also bei konzerneigenen Gesellschaften, Tochtergesellschaften, die diesem eigenen Konzern Rechnungen ausstellen. Beispielsweise in Jersey werden für Managementdienstleistungen 6 Cent fällig, in Luxemburg für die Finanzdienstleistungen dieses Euros 8 Cent, in Isle of Man für Versicherungsdienstleistungen 4 Cent, in Irland für die Nutzung des Markenlogos, der Rechte, dass ich hier Dole oder Chiquita drauf schreiben darf, eben 4 Cent und so weiter, sodass am Ende das Gros der Gewinne in Steueroasen verbleibt, wo sie natürlich nicht oder kaum besteuert werden. Das ist jetzt ein Bananenbeispiel, ein relativ simples Produkt, wo man noch sagen kann, da kann man gegen diese Problematik noch einigermaßen vorgehen. Wenn wir uns jetzt vorstellen, dass die meisten Produkte jedoch Intermediärprodukte sind, die heutzutage gehandelt werden. Mehr als die Hälfte des Welthandels findet konzernintern statt und betrifft halbfertige Produkte. Ein Beispiel, ein BMW-Motor wird eben zwischen der BMW-Tochtergesellschaft, in der es produziert wird, an die Endmanufaktur geliefert. Und dann werden dafür eben Preise fällig, die niemand überprüfen kann. Denn niemand kann sagen, was ist der Marktpreis für einen beispielsweise halbfertigen oder fertigen BMW-Motor, weil man nirgendwo diese Motoren im freien Markt kaufen kann. So gelingt es also Konzernen, sich hier arm zu rechnen und die Gewinne letztlich in Steueroasen zu verschieben. Und möglich wird das durch die löchrigen Steuer- und Bilanzierungsregeln, die eben auch in erster Linie von der OECD gemacht wird. Die OECD ist, vorhin schon erwähnt, ein Club der 34 reichsten Staaten der Welt mit Sitz in Paris. Und diese 34 Staaten haben über 80% der Weltwirtschaft, die sie auf sich vereinigen, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, ich täusche mich, denn die G20 sind da nicht dabei. Die G20 haben über 80%. Die OECD hat, ich müsste nachschauen, wie viel Anteil genau an der Weltwirtschaft. Jedenfalls sitzen in den OECD-Staaten die meisten Aktionäre dieser Konzerne. Die meisten Konzerne sitzen in der OECD und auch deren Aktionäre. Und damit sind letztlich auch Sie und wir und ich Profiteure dieses Systems. Wenn wir eine Lebensversicherung haben, wenn wir eine Rente haben, die auf einen Fonds oder sonstiges läuft, diese Fonds und diese Renten- und Lebensversicherungen halten natürlich letzten Endes Aktien bei diesen Konzernen, deren Dividende dann fetter wird, wenn es ihnen gelingt, möglichst effektiv dieses Spiel zu spielen. Also wir müssen wirklich fragen, je besser Konzerne das machen, desto dicker fällt meine Pension, meine Rente aus, um es zugespitzt zu sagen. Wie macht das jetzt konkret zum Beispiel Starbucks? Das ist ein Beispiel. Starbucks hat in 11 Jahren, seitdem es in Deutschland aktiv ist, noch keinen einzigen Cent Ertragssteuern bezahlt, obwohl es hier Produkte für über 650 Millionen Euro verkauft hat und es 2012, meine ich, über
also 157 Starbucks-Cafés gab. Drei Tricks nutzt Starbucks in erster Linie, ähnlich wie in Großbritannien, um diese Gewinne verschwinden zu lassen vor dem Fiskus. Zum einen werden über 4% vom gesamten Umsatz als Lizenzgebühren fällig. Also wenn ich für einen gewissen Betrag etwas trinke bei Starbucks oder etwas kaufe, dann werden davon 4% für die Nutzung des Markennamens an eine Holding in den Niederlanden verschoben und dort werden sie sehr privilegiert unter 6% besteuert. Die genaue Prozentsatz hat hat Starbucks nicht offengelegt. Der zweite Trick betrifft die Fremdfinanzierung, also die US-Mutter leiht der inländischen Starbucks-Tochter Kredite und die Zinsen für diese Kredite schmälern wiederum den Gewinn hierzulande. Und drittens wird der Rohstoffeinkauf von Starbucks über eine Tochter in der Schweiz abgewickelt, die diesen Kaffee auf dem Papier in aller Welt günstig einkauft und auf dem Papier dann an die Röstereien etwa in den Niederlanden weiterverkauft, teurer, deutlich teurer. Die Gewinne aus diesem sogenannten Transithandel werden in der Schweiz privilegiert mit nur 12% besteuert, wenn überhaupt. Und somit ist wiederum der Preis, die Kosten für Starbucks Deutschland oder Großbritannien eben sehr hoch, weil sie teure Kaffeebohnen kaufen müssen, Lizenzgebühren abführen müssen und Zinsen auf ihre Kredite zahlen müssen, sodass unterm Strich auf dem Papier nur Verluste in Deutschland anfallen. Und natürlich kann man auf Verluste keine Ertragssteuer mehr zahlen. Nun zum Buch zur Steueroase Deutschland. Ich möchte also den Begriff Steueroase und Schattenfinanzplatz synonym verwenden im Folgenden, wie ich das auch bisher jetzt schon weitgehend gemacht habe, und 4 aus diesen 6 Dimensionen, die Sie hier sehen, herausgreifen exemplarisch. Noch ein Hinweis, weil das von manchen Leserinnen und Lesern überlesen wird offenbar, das Buch hat erstmal keine Fußnoten oder Quelleangaben im Buch selbst, aber es gibt einen online kostenfrei herunterzuladenden PDF-Anhang, wo über 600 Fußnoten zu finden sind, wo detailliert drin steht für jede Seite im Buch, worauf sich diese Zahlen oder die Zahlen stützen. Die erste Dimension, die Steuerfluchtburg Deutschland. Zinsen auf Bankeinlagen oder auf Staatsanleihen in Deutschland sind von der Abgeltungssteuer befreit, wenn es ein Steuerausländer ist, der diese Zinsen erhält. Anders als Sie und ich werden bei der Bank dann keine Abgeltungssteuerzahlungen abgeführt, sondern wenn ich ein Konto hier halte, aus dem Ausland, als Franzose, als Argentinier, als Kongolese, werde ich hier nicht besteuert mit der Abgeltungssteuer. 1984 wurde die Couponsteuer abgeschafft. Das war eine Steuer, die damals noch auf Staatsanleihen galt. Und seitdem ist das der Fall. Im Jahr 2012 wurden außerdem nur 1% der gesamten in Deutschland erwirtschafteten Zinsen von Steuerausländern an die Heimatfinanzbehörden gemeldet durch die Zinssteuerrichtlinie. Also der große Anteil dieser Gelder dürfte deshalb hier schwarz liegen. Außerdem gibt es einen interessanten Punkt, dass ein inländischer Banker nämlich selbst wissentlich und vorsätzlich Geld aus ausländischer Steuerhinterziehung annehmen darf, selbst wenn der Kunde ganz offen sagt, ich habe dieses Geld in meinem Heimatland hinterzogen und ich möchte dieses Schwarzgeld jetzt anlegen. Egal, ob das 10 Euro, 100.000 oder 2 Millionen Euro sind, das gilt immer. Der deutsche Banker macht sich hier nicht strafbar. Selbst wenn der südafrikanische Investor etwa auffliegt, der hier Gelder investiert hatte und ihm der Prozess gemacht wird und er redet und er nennt den deutschen Banker, dann wird dieser deutsche Banker nicht in Deutschland belangt dafür. Das ist im Unterschied zu Frankreich und Großbritannien der Fall, auch im Unterschied sogar zu Singapur. In diesen Ländern ist es durchaus strafbar für den Banker, wenn er wissentlich Geld aus der ausländischen Steuerhinterziehung annimmt. Also es ist ein roter Teppich, der hier durch diese Straflosigkeit von der deutschen Politik ausgerollt wird. Es gab eine interessante Undercover-Recherche der Schweizer Handelszeitung im Frühjahr 2012. Da reiste ein Journalist nach Baden-Württemberg und Bayern mit 100.000 Euro. Also sagt, er möchte ein Konto eröffnen und möchte hier Gelder nicht versteuern, die er aus seinem Geschäftsbetrieb erwirtschaftet. Außerdem möchte er 100.000 Euro Schwarzgeld aus den Bermudas, aus einem Fonds, zurückholen nach Deutschland. Aber das Schweizer Finanzamt soll davon bitte nichts mitbekommen. Und er rannte bei allen 8 Banken, bei denen er angefragt hatte, offene Türen ein. Dazu zählten auch Volksbanken und Sparkassen, aber
Interessant ist, dass beispielsweise die Commerzbank einen besonderen Service angeboten hatte. Diese bot ihm diesem Schweizer an, gegen eine Gebühr von 250 Euro im Jahr die Post zurückzuhalten. Also das, was wir aus der Schweiz kennen, wo Steuerbetrüger, die dort Konten eröffnen und sicher gehen wollen, dass das deutsche Finanzamt ja nichts mitbekommt, bieten Schweizer Banken eben diesen Kunden an, dass die Post nicht versandt wird, weil natürlich die im Zweifelsfall Beweise oder Briefköpfe oder Briefumschläge von der UBS oder von einer Schweizer Bank abgefangen und auf einen Verdacht hindeuten könnten. Deshalb reisen dann diese Kunden direkt in die Schweiz und schauen sich dort die Kontoauszüge direkt an, ohne jemals Post zu erhalten aus der Schweiz. Den gleichen Service bot umgekehrt auch die Commerzbank an. Bei der heute nicht mehr starten, ja? Doch, das ist nach wie vor rechtlich nicht geahndet, nicht verboten und ist deshalb auch nicht in keiner Weise auszuschließen, dass es wieder geschieht. Also wenn Sie undercover das mal versuchen wollten, wäre ich sehr froh über Ihre Ergebnisse. Ich vermute und befürchte, dass hier sich nichts Wesentliches getan hat. Die staatliche BW Bank, sogar Baden-Württemberg Bank, verlangte bei der Eröffnung dieses Kontos noch nicht einmal eine Wohnsitzbestätigung. Also nur mit einem ausländischen Reisepass konnte diese Person ein Konto eröffnen, obwohl sie dann eigentlich, wenn sie im Inland ihren Steuersitz hat, hier abwertungssteuerpflichtig gewesen wäre. Um welche Summen geht es hier? Wir können anhand von Bundesbankzahlen zeigen, dass im August 2013 über 3 Billionen Euro steuerfrei von Steuerausländern in Deutschland angelegt waren, von denen es sehr unwahrscheinlich ist, dass sie im Heimatland besteuert werden. Rot, das größte Kuchenstück, das Sie hier sehen, sind Staatsanleihen und Unternehmensanleihen, die Zinsen erwirtschaften über 2 Billionen Euro. Blau sind Verbindlichkeiten inländischer Banken gegenüber dem Ausland, zum Beispiel Bankguthaben von Unternehmen und Privatpersonen oder aber ein Euro-Fremdwährungskonto einer Bank in Montenegro. Dazu sage ich später noch ein bisschen mehr, wie das funktioniert oder was das bedeutet. Und grün, das sind die verzinsten Investmentfondsanteile von Steuerausländern. Woher kommt das Geld? Es kommt aus aller Herren Länder. Man kann es genährungsweise nur für die Bankverbindlichkeiten sagen. Also das blaue Kuchenstück, das wir hier vorher gesehen haben, für den Rest sind keine geografischen Herkunftsangaben möglich. Also wenn man dieses blaue Kuchenstück aufspalten, dann sehen wir, dass auf Entwicklungs- und Schwellenländer etwa 11% dieser Gelder entfallen. Wenn wir uns aber die großen Summen aus Großbritannien, Luxemburg, Hongkong oder Kaiman anschauen, dann wird klar, dass die Dunkelziffer der Gelder aus Schwellen- und Entwicklungsländern deutlich höher sein dürfte. Denn natürlich sind die Briten mit 220, mit fast einem Viertel oder einem Viertel der gesamten Guthaben in Deutschland nicht besonders prädestiniert, jetzt deutsche Staatsanleihen oder deutsche Konten zu führen, sondern das ist natürlich, weil britische Banken und weil britische Rechtspersonen hier Konten führen für Dritte, für andere Personen, die wir hier aus dieser Statistik nicht identifizieren können. Das offenbart auch das Hauptproblem dieser Statistiken. Es wird nämlich nur der sogenannte rechtliche Eigentümer abgebildet. Weltweit, in allen Bankenstatistiken, haben wir dieses Problem. Es gibt keine geografische Herkunftsstatistik, wem tatsächlich letztgültig Vermögen auf dieser Welt gehören. Es gibt nur Statistiken über den jeweils die nächste Schicht in der Zwiebel der Eigentümerstruktur. Das können noch zig andere Firmen dazwischen geschaltet werden. Es wird immer nur der Nächste erfasst. Wem gehört das Geld? Hier komme ich jetzt schon zum zweiten Aspekt der Steueroase Deutschland, nämlich der Geldwäsche und Diktatorengeldern. Diktatoren und Kleptokraten aus aller Welt nutzen gern deutsche Banken, um ihre gestohlenen Vermögen anzulegen. Die Finanzbeziehungen nach Deutschland hatten etwa Pinochet aus Chile, Mobutu aus Zaire oder Demokratische Republik Kongo, aber auch jüngere Kleptokraten wie Janukowitsch aus der Ukraine, Gaddafi aus Libyen, Mubarak aus Ägypten, Ben Ali Tunesien, Niyazov Turkmenistan, Saddam Hussein Irak oder Paul Bija aus Kamerun haben Finanzbeziehungen nach Deutschland gehabt. Die Öffentlichkeit erfährt von diesen Despotengeldern in Deutschland, wenn überhaupt, nur durch Zufall etwas, durch Indiskretion und dann äußerst lückenhaft. In aller Regel wird darüber hierzulande eisern geschwiegen. Erst wenn es Sanktionsbeschlüsse der Vereinten Nationen gibt, meist im Rahmen von militärischen Konflikten, werden dann manchmal einzelne kleine Bruchstücke sichtbar, aber die Summen oder Banknamen werden in aller Regel nicht bekannt.
Und hier kann Deutschland interessanterweise durchaus noch was von der Schweiz lernen. Die Schweiz ist hier deutlich informationsauskunftsfreudiger und auch schneller bei dem Einfrieren der Gelder. Es geht bei dieser Frage der Diktatorengeldbeschlagnahmung um Geschwindigkeit. Denn natürlich ist klar, sobald der Sanktionsbeschluss da ist oder sobald diese Debatte geführt wird, werden Diktatoren und Kleptokraten alles daran setzen, diese Gelder in andere Gebiete zu transferieren, in denen sie nicht mit einer Beschlagnahmung rechnen müssen. Und hier war Deutschland regelmäßig langsamer bei allen dieser genannten Diktatoren, zumindest bei Ben Ali, Gaddafi, Mubarak und Janukowitsch. Und auch Österreich ist hier durchaus besser und schneller als Deutschland in einigen dieser Fälle. Deutschland ist auch deshalb bei Kleptokraten so beliebt, weil es Gesetzeslücken in Deutschland gibt, die eine Straflosigkeit wiederum ermöglichen und es leicht machen, das Geld zu verwalten, risikolos machen, das Geld zu verwalten. Solange nämlich Korruptionsstraftaten wie Untreue, Vorteilsnahme oder Erpressung im Ausland begangen werden, darf ein deutscher Banker das Geld auch wiederum wissentlich annehmen, dass dieses Geld aus diesen Straftaten stammt. Möchte etwa, rein hypothetisch, ein afrikanischer Präsidentensohn und Minister ein Konto zum Erwerb einer und Erhalt einer Luxusjacht in Deutschland eröffnen und bekundet offen gegenüber dem deutschen Banker, der das Geld vom Staatshaushalt, etwa dem Straßenbauministerium, abgezwackt hat, dann darf sich der deutsche Banker die Hände reiben, denn er riskiert nichts außer seinem Gewissen in Deutschland. Kein Gesetz hindert ihn daran, dieses Geld anzunehmen. Und das ist in anderen Ländern durchaus anders. Vielerorts gelten diese Korruptionsdelikte als Vortat zur Geldwäsche und sind damit ahndbar und werden der Strafverfolgung ausgesetzt. Diese rechtliche Lücke erklärt, warum in diesem Schaubild Deutschland fehlt. Es ist ein Schaubild der OECD aus dem Jahr 2013, die untersucht hat, wie gut sich die OECD-Staaten als Häfen für gestohlene Vermögen von Diktatoren eignen. Und hier ein Aspekt eben daraus war die Summen der eingefrorenen, gestohlenen ausländischen Vermögen in den OECD-Mitgliedstaaten.